Willkommen zu unseren News am Wochenende. Kalenderwoche 23 und das sind die News der Woche. Diese Woche wurde offiziell die Gaming Up Showcase 2020 angekündigt. Eine digitale Pressekonferenz, die im Rahmen der abgesagten E3 stattgefunden hätte. Diese wird Informationen zu kommenden Titeln deutscher Entwickler präsentieren. Vorgesehen ist die Pressekonferenz für den 11. Juni 2020 um 23 Uhr deutscher Zeit im Vorfeld der EA Play Live 2020. Die Pressekonferenz könnt ihr live auf Twitch und YouTube verfolgen. Diese Woche kündigte Bandai Project Cars 3 an. Der Titel enthält mehr als 200 Straßen und Rennwagen bekannter Marken sowie über 140 Rennstrecken mit 24-Stunden-Zyklen, dynamischen Jahreszeiten und Allwetterrennen. Mit vielen neuen Funktionen soll der Spielspaß und die Zugänglichkeit erhöht werden. Das Franchise debütierte 2015 und wurde im ersten Jahr über 2 Millionen Mal verkauft. Der Nachfolger Project Cars 2 aus dem Jahr 2017 gewann den Gamescom-Preis für das beste Simulationsspiel. Mit Project Cars 3 setzt das Team der Slightly Mad Studios die Tradition fort, ein authentisches Rennerlebnis zu bieten, bei dem die Spieler ihre eigene ultimative Fahrerreise kreieren und ausleben können. Die Jagd nach Drops auf Twitch für Beta-Keys hat nun sein Ende gefunden. Seit Dienstag, den 2. Juni, ist Valorant für jeden kostenlos spielbar. In den meisten Regionen der Welt erfreuen sich die Spieler bereits an Riots taktischen 5 gegen 5 Ego-Shooter. Valorant etablierte sich nach Veröffentlichung der geschlossenen Beta im April 2020 schnell als Fanliebling in der globalen First-Person-Shooter-Spielergemeinde. Das Spiel schrieb gleich am ersten Tag Geschichte und brach Zuschauerrekorde. Insgesamt sahen über 1,7 Millionen gleichzeitig Zuschauer 34 Millionen Stunden lang Streams, was nur vom Finale der Weltmeisterschaft von League of Legends 2019 übertroffen wird. Riot Games garantiert mit der Serverqualität, der weltweiten Infrastruktur sowie der eigens entwickelten Anti-Cheat-Technologie das beste Fundament für einen starken Taktik-Shooter und den fairen Wettkampf im Gameplay. So langsam werden die Spieler unruhig. Zuerst wurde die E3 wegen der Corona-Krise abgesagt und nun werden die Ersatzveranstaltungen verschoben. Der Grund ist die angespannte Situation in Amerika, die unter dem Banner Black Lives Matter herrscht. Nachdem Sony den ersten Schritt machte und sein großes PlayStation 5 Reveal-Event absagte, tun es ihm auch andere Publisher gleich. Dazu gehören das Guerrilla Collective, die PC Gaming Show, Limited Run Games, Upload VR, Future Games Show und einige weitere. Bei Sony und Limited Run Games besteht noch kein Termin. Die anderen Events verschieben sich um jeweils eine Woche. Nachdem Troy, a Total War Saga, mit seiner Prämisse vom Trojanischen Krieg die Spielerschaft nicht gerade begeistern konnte, ist das Spiel aber gerade in aller Munde. Nicht nur, dass es der erste zeitexklusive Total War Ableger im Epic Games Store wird, das Spiel soll auch für die ersten 24 Stunden nach Release kostenlos zur Verfügung stehen. Und genau da sperren alle die Lauscher auf. Doch was macht Troy besonders? Das wäre beispielsweise ein komplett neues Wirtschaftssystem, das laut der Entwickler die Serie revolutionieren könnte. Ebenfalls wird die größte Stärke des früheren Ablegers Three Kingdoms übernommen, das Diplomatiesystem. Mit dem neuen Antagonistensystem soll eine Gegnerfraktion zu einem ebenbürtigen Feind gemacht werden. Und 4 verschiedene Heldentypen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Kämpfer sind stark im Nahkampf, Verteidiger verbessern ihre Truppen, Kriegsherren bieten Vorteile auf der Strategiekarte und Bogenschützen erlegen andere Helden aus der Distanz. Troy, a Total War Saga, erscheint am 13.08.2020. Das waren die News der KW23. An dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung von euch. Und damit ihr keine unserer Videos verpasst, einfach ein Abo da lassen. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao!